Zweitens, ich glaube, Sie haben schon erkannt, dass das hier unsere beiden Drähte sind, deren Länge groß ist gegen den Abstand. Und wir haben zum Nachweis der Spannung, machen wir es der Reihe nach, wie es da steht, haben wir ein Stück Draht mit einer Glühbirne in der Mitte. Können wir schauen, dort wird das also dort, wo wir die hochfrequente Spannung einspeisen, das ist natürlich ein Spannungsmaximum. Die Spannung nimmt dann ab, dann haben wir ein Spannungsminimum. Kann man natürlich mit einem Oszilloskop machen, aber mit der Glühlampe ist es viel anschaulicher. Dann haben wir jetzt ein Spannungsmaximum, Spannungsminimum. Da haben wir ein Problem mit dem Übergang, aber auch hier kann man natürlich da wieder ein Minimum, Maximum. Minimum am offenen Ende theoretisch ein Spannungsmaximum finden. So weit, so gut. Jetzt haben wir noch zum Nachweis des Stromes die Möglichkeit, mit einer Leiterschleife zu arbeiten. Das ist eine Leiterschleife, einfach ein Stück Draht zu einer kreisförmigen Schleife gebogen, ebenfalls wieder mit einer Glühbirne in der Mitte. Da haben wir dort, wo wir zuerst ein Spannungsmaximum gehabt haben, natürlich ein Stromminimum. Wenn ich jetzt mit der Leiterschleife, beachten Sie bitte das Ganze berührungsfrei, weil es ja induktiv ist. Wenn ich da jetzt weitergehe, kriege ich hier ein Strommaximum, Stromminimum, Maximum, Minimum und so weiter. Und wenn ich da jetzt irgendein Strommaximum herausgreife, angenommen hier, dann muss das dort ein Punkt sein, wo die Spannung minimal ist. Gott sei Dank. So, das Spannungsminimum, das ist also hier, da ist die Glühbirne ganz aus. Dann haben wir Strommaximum. Umgekehrt, beim Stromminimum haben wir ein Spannungsmaximum und so weiter und so fort. Dann haben wir, was werden wir als nächstes sehen, ein geschlossenes Ende zum Beispiel. Das heißt, wir suchen uns ein Spannungsmaximum. Also vielleicht nehmen wir nicht das Ende, weil es ist ungleich lang, aber mit den einzelnen Drähten suchen wir uns da noch ein Spannungsmaximum. Die Stelle des Spannungsmaximums braucht meine Kurzschluss. Das bedeutet, dass ich das Strommaximal werden sollte und natürlich ein Spannungsminimum ist. Das mit den Übergängen so ein Problem. Ich weiß jetzt nicht zu. Spannungsmaximum ist, wird in dem Moment wegen der Kurzschlüsse die Spannung minimal. Das heißt, es sollten wir in der Lage sein, Strom zu messen. Plus minus ein paar Zentimeter. Ja, einverstanden? Das sieht man dann noch besser, dass sich das wirklich die Lage der Maximum und Minima verschiebt. Ja, dann nehmen wir eigentlich schon als nächstes. Ja, aber das mache ich dann im Zuge machen wir das so. Zum Nachweis, dass das Spannungsmaximum und Minima eignet sich natürlich wie immer hervorragend an den Leuchtstoffröhren, weil da wissen wir schon, die leuchtet dann dort, wo das elektrische Feld maximal ist. Warum leuchtet die noch nicht? Weil man die immer erst zünden muss. Jetzt kann man auf zweierlei Art und Weise, das kann man wieder elektrostatisch machen, indem man einen geladenen Stab nimmt und dann die entsprechende Feldstärke zum Zünden bereitstellt. Oder, was auch sehr originell ist, das werden Sie wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, dass mit einem Gasanzünder geht. Das ist auch ganz gut. Also Sie haben das neue Variante, ja, das heißt, Sie sehen sehr schön dort, wo die Leuchtstoffröhre am hellsten ist, haben wir offenbar ein Spannungsmaximum, also die elektrische Feldstärke am größten. Dort, wo die Leuchtstoffröhre dunkel ist, ist die Spannung 0, dafür der Strom maximal. Schauen wir, ob das stimmt. Da müssen wir irgendwo. Das ist die Stelle. Da müsste der Strom. Ja, da sieht man es. Wenn wir in die Nähe gehen, natürlich, da sieht man, dass das Strommaximum da ist. Während hier habe ich eine Stelle, wo ich darauf dazukomme, da ist der Strom minimal. Naja, das stört natürlich gegenseitig die Induktivität von der Schleife und vom Rest. Das, wenn man das berührt, das ist günstig. Dann schauen wir mal hier Spannungsmaximum hat. Ja, haben wir tatsächlich.
Und das beeinflusst, wie Sie sehen, die gesamte Anordnung, wenn ich da plötzlich einen Widerstand reinhänge. Das sollte man tun, ja, vermeiden. Wird die Rede an Sie gedenkt oder ist die, kann man sagen, wir in nächster Konferenz? Naja, die wird so, also die Amplitude wird auf jeden Fall gedenkt. Die Frage ist, ob man es gut sieht. Also meiner Meinung nach ist es hier weniger dunkel als ganz am Anfang, wenn die Amplitude natürlich auch. Was man jetzt tun kann, ist, die zwei Dinge, die erwähnt wurden, am offenen Ende, also was am offenen Ende passiert, sieht man ja. Aber was passiert, wenn ich jetzt das Ende kurz schließe? Da verschieben sich offenbar die Lagen der Maxima und der Minima, je nachdem, wo ich diesen Kurzschluss einbaue. Warum? Weil lieber dann, wenn ich einen Kurzschluss habe, ist genau an dieser Stelle der Strom maximal und die Spannung minimal. Das heißt, ich zwinge die Welle, ich zwinge der Welle gewisse Bedingungen auf. Nämlich dort, wo sie maximal werden darf und wo sie minimal werden darf. Und dementsprechend verschiebt sich natürlich die Lage der Maxima und Minima. Im Gegensatz zum offenen Ende. Und was ich auch tun kann, ist jetzt, das wurde schon kurz erwähnt, einen idealen Abschluss. Das ist ein Widerstand, ein ohmscher Widerstand, der dem Wellenwiderstand in dem Medium entspricht. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass zwischen Luft und Vakuum nicht wesentlich ein Unterschied ist, dann wäre der Wellenwiderstand 377 Ohm. Dazu kommen dann gleich zu kommen, und diese 377 Ohm. Das heißt, ich habe hier eine Serienschaltung von ohmschen Widerständen, die ungefähr 377 Ohm ergeben. Und wenn ich die Preis dann erreiche ich, dass die Wellenstärke über die gesamte Länge konstant ist. Wenn ich die gleiche Frage hinverschiebe, der hat überall konstante Feldstärke. Der Grund ist mit der, dass jetzt auch nichts mehr reflektiert wird hier am Ende. Das heißt, es kommt eben nicht mehr zu einer schwerenden Welle, das heißt eben nicht mehr zu einer solchen Amplitudenmodulation, wie wir es zuerst gesehen haben. Und damit ist auch die Amplitude praktisch konstant über die ganze Leitung. Ja, und Sie haben auch hoffentlich, glaube ich, gesehen, in dem Moment, wo ich mich nur ein bisschen entferne von den beiden Drähten, habe ich keine Feldstärke mehr. Das heißt, es wird tatsächlich nichts wirklich in große Entfernung abgestrahlt. Das gleiche gilt natürlich auch für diese Richtung. Also wenn ich da das Stück bewege, das sind ein paar Zentimeter, habe ich außerhalb dieser Anordnung der beiden parallelen Drähte keine Feldstärke. Wenn wir einfach mal einen Applaus geben, wäre das natürlich eine wunderbare Länge. Jetzt sollte man den Video schon wieder runtergehen, weil der wird sehr heiß. Aber was man jetzt noch tun kann, zu guter Letzt, ist man kann die Wellenlänge messen. Ich kann mich jetzt da auf ein Minimum setzen und die Entfernung bis zum nächsten Minimum messen. Das sind 75 cm, wenn Sie es wirklich glauben, also Sie können gerne das nachmessen. Halbe Wellenlänge, das ist immer die halbe Wellenlänge. Nicht? Ein Maximum und das nächste Maximum. Das heißt, die gesamte Wellenlänge ist 1,50 m. Und wenn Sie jetzt eine kurze Überschlagsrechnung anstellen, Generatorstätte hat 200 MHz. Habe ich auch schon.